Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Adventskalender für dich, der mir zugeschickt worden ist. Yay! Das freut mich immer sehr. Vielen, vielen Dank, liebes Dalton-Team, dass ihr mir den Adventskalender zugeschickt habt. Ich freue mich wie Bolle, denn Adventskalender und ich, Leute, wir passen zusammen wie Arsch auf Eimer. Es ist nun mal so, man sieht es, oder? Genau, ja, ich habe ihn hier. Er ist heute eingetroffen und wenn ihr Bock drauf habt, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ein paar Facts, die mir die liebe Denise und die liebe Vanessa aufgeschrieben haben, und zwar in diesem wunderschönen Flyer. Es ist handgeschrieben, es ist so wundervoll. Ja, ich finde es echt großartig. Ich zeige es auch nochmal in die Kamera. Es ist total schön. Also solche Karten finde ich mega, ne? Mit Logo und hast du nicht gesehen. Also, der Adventskalender erscheint am 21.09. auf der Dalton Homepage. Genau, der soll kosten 119,90 Euro, soll einen Warenwert von insgesamt 340 Euro haben. Ich bin super gespannt, also das ist echt krass. Und dann haben wir hier auch noch, ich glaube, 6 Originalprodukte drin. Genau, 6 Originalprodukte im Wert von 180 Euro und der Rest sind dann halt quasi Probiergrößen. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal zusammen rein. Zuallererst empfehle ich den Schieber. Uns erwarten 24 luxuriöse Pflegemomente in diesem wundervollen Kalender, der mit Boxen bestückt ist. Ich liebe es, wenn das Boxen sind, weil meine Fingernägel dann nicht leiden. Nein, und weil tatsächlich das so ist, dass ich den auch weiterverwenden kann. Selbstverständlich starten wir mit der Nummer 1. Die ist hier drin. Oh, wir haben ja auch noch Krüppelpapier. Das ist super. Yay! Okay, es ist meine Lieblingsmaske. Großartig. Face Care Hydrolift Biozellulose Maske Hightech Innovation aus natürlichem, auf natürlicher Basis. Mensch, mega geil, richtig gut. Also diese Maske habe ich schon mehrfach verwendet und die ist echt, echt gut. Übrigens gibt es auch in diesem Video eine Verlosung, was du gewinnen kannst und was du dafür tun musst, um teilzunehmen. Also was du gewinnen kannst, zeige ich dir im Laufe des Videos oder am Ende. Ich muss mal gucken. Und was du tun musst, um teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Genau. Ach, ist das aufregend. Ich habe noch nie einen Dalton Adventskalender gesehen, Leute. Habt ihr schon mal einen gesehen? Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Boah. Okay, die Nummer 2 ist hier oben. Oh ja, das muss man auch gut verschließen, denn wir haben hier drin ein Glasprodukt. Das ist eine Ampulle und zwar Q10 Cell Energy. Das ist diese hier. Und natürlich die entsprechende Abbrechhilfe. Wichtig ist bei diesen Ampullen tatsächlich, dass du den Punkt, der hier auf der Ampulle drauf ist, zu dir richtest und das dann entsprechend nach hinten abknickst. Ansonsten kriegst du ein Problem. Genau. Ich habe schon einen ausgiebigen Dalton-Test gemacht und deswegen, genau. Und das ist, ja, cool. Echt geil. Hier unten haben wir die Nummer 3. Praktisch finde ich übrigens, dass du diese Boxen nach oben öffnen kannst. Das ist besser, als wenn du es so von der Seite öffnest, dann ist es nicht so fisselig. Auch hier haben wir eine Ampulle drin. Und echt süß eingepackt hier mit diesem Krüppelpapier, damit nichts kaputt geht, finde ich sehr, sehr wichtig. Und das hier ist die Sleeping Beauty Agar Skin Food Ampulle. Ist aber eine, ist die größer, als die normalerweise sind? Ich weiß nicht, da sind 2 ml drin, muss ich nachher mal gucken. Genau, das ist eine Ampulle, wenn ich mich richtig erinnere, die ist so ein bisschen öliger. Gerade gut geeignet für trockene Haut. Hier haben wir die Nummer 4. Oh ja, hier haben wir auch wieder eine Maske drin. Ich liebe Masken. Und hier ist die Oxygen Bubble Mask drin. Genau, da habe ich auch schon die ein oder andere von verwendet. Meine Haut hat das nicht immer vertragen, muss ich ehrlich dazu sagen. Und das hat sich gereimt. Genau, aber es ist an und für sich eine coole Maske, weil du legst dir dieses Vlies auf und dann bubbelt das alles so auf. Und hier ist irgendein Tier drin. Eine Biene. Ja, läuft bei ihr. Setz dich doch irgendwo hin und sei ruhig. Sonst habe ich Angst, dass die mich piekst. Ich bin keine Blume. Auf jeden Fall ist es eine Maske, die halt so Bubbles macht. Und dann siehst du ziemlich witzig aus, wie eine Schneefrau. Sehr passend zum Adventskalender. Und ja, die soll dann entsprechend deine Poren reinigen und ist für eine bessere Haut, for a better skin. Ja, und das finde ich eigentlich ganz gut. Dann hast du auch schon mal 2 verschiedene Masken. Ich liebe die Masken von Dalton. Wobei, wie gesagt, die genieße ich persönlich mit Vorsicht. Die Nummer 5 haben wir hier unten. Oh, und so ein schön Rosé-Gold, ne? Schön. Ui, Comfort Clean Sensitive Skin Tonic. Oh ja, den mag ich. Das ist ein Toner. Ja,
Den habe ich auch in meinem Dalton-Test verwendet und der hat mir gut gefallen. Cool, 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 cool. Ich liebe es. Die Produkte von Dalton sind echt eine ganz hochwertige Geschichte. Deswegen feiere ich diesen Adventskalender. Also das ist echt gut. Nikolaus. Nikolaus ist für mich wichtig, genauso wie die 24, die 12, weil bei der 12 hast du Halbzeit und die 1, weil du so als Einstieg auch was Cooles haben willst, finde ich, ne? Deswegen gucken wir mal an, was sich Dalton für Nikolaus überlegt hat. Übrigens sind hier immer so Teile, also quasi hier ist ein Boden drin und hier ist ein Boden drin. Das heißt, man kann das theoretisch auch als Regal nachher weiterverwenden. Aber die 6 ist sehr widerspenstig und wollte nicht rauskommen. Ich denke, bei der 6 wird auch ein Full-Size-Produkt drin sein, oder? Was meint ihr? Oh ja, ich glaube, die habe ich aktuell in Anwendung. Extreme Lift Marine Filler, eine Eye Cream. Das ist eine Augencreme mit 15 Millilitern. Das ist ja wahnsinnig geil. Also wenn das die ist, die ich aktuell in Anwendung habe, ist die richtig gut. Ich hatte vorher mal die Q10 ausprobiert, glaube ich. Ja, ne? Die Q10 ist es gewesen. Die war nicht ganz so mein Fall, aber die hier... Ich schreibe euch das mal rein, ob das die ist, die ich aktuell verwende. Die ist so, so gut. Die macht hier echt eine schöne untere Augenpartie. Die benutze ich immer morgens. Und das macht alles halt irgendwie so wacher. Ne? Also ich finde die richtig, richtig toll. Hier haben wir die Nummer 7. Kleiner war, oho, hoffe ich doch mal. Die haben ja echt, ja, so viele unterschiedliche Ampullen, Leute. Das ist echt wahnsinnig cool. Und das hier ist die Extreme Lift Marine Filler Ampulle. Genau, das ist diese hier. Ich liebe Ampullen. Ich finde, das ist eine ganz großartige Geschichte. Und Ampullen kannst du entweder mit einer Maske so gleichsetzen, ne? Also was die Pflegewirkung angeht, oder halt, ja, manchmal halt auch so ein bisschen mit dem Serum, kommt aufs Serum an. Aber ich verwende zum Beispiel Masken und Ampullen als Serumersatz in meiner normalen Routine. Deswegen finde ich das auch nicht schlimm, wenn da nur eine drin ist, so ein Kläppchen. Weil die halt auch echt hochpreisig sind, ne? Das darf man auch nicht vergessen. So, jetzt gehen wir mal zu Nummer 8. Die ist hier oben. Hier haben wir als Ampulle drin die Multitasking-Ampulle. Ja, sehr cool. Ich glaube, das ist die Multitasking-Ampulle. Die kannst du sogar als Primer-Ersatz verwenden. Ne? Also, dass du quasi die als super Make-up-Grundlage verwendest. Und ich glaube, das war die Multitasking. Es gibt zwei verschiedene und ich komme da immer mit durcheinander, bei welchen ich das machen kann. Aber ich glaube, Multitasking war diejenige, die du dann auch entsprechend als Make-up-Grundlage super verwenden konntest. Ja. Du hast hier übrigens auch, das habe ich hier irgendwo verbuddelt, ein Heft mit dabei. Und hier sind nicht nur die Produkte abgebildet, sondern du hast auch richtig krass gute Produktinformationen dazu. 9. Die ist hier. Und wieder so ein schönes Rosé-Goldenes. Eine Lippenpflege, schön. Lip Care Smooth and Repair Nourishing Lip Balm. Das ist dieser hier. Das finde ich toll, das gefällt mir. Das ist eine regenerierende Braunalge, steigert die hauteigene Kollagenproduktion um 24%. Sie verleiht rissigen Lippen wieder mehr Elastizität, glättet und festigt sie nachhaltig. Das finde ich cool. Braunalge, oh lala. Das sieht ja mal edel aus, oder? Das sieht aus wie ein Lippenstift, richtig. Und hier haben wir dann den Lip Balm. Oh, der riecht auch super angenehm, cremig. Oh, das mag ich. Da freue ich mich drauf. Der wird auf jeden Fall demnächst verwendet. Perfekt. Und das passt halt auch perfekt zur Winterzeit, ne? So, wo haben wir denn die Nummer 10? Ja. Das ist wahrscheinlich wieder eine Ampulle. Oh, ja. Die ist geil. Das ist die Oh My Blush Ampulle. Die macht dein Gesicht auch richtig warm. Also es ist wirklich Oh My Blush. Es ist wahnsinnig cool. Und ja, deswegen... Finde ich klasse, dass die mit dabei ist. Dann gerade so zur Winterzeit, wenn man normalerweise dann ja den 10. Dezember hat, ist es dann hoffentlich auch draußen etwas kälter, sodass man das auch gut gebrauchen kann, wenn man nach Hause kommt und sich dann irgendwie eine schöne, warme oder wärmende Ampulle aufgeben kann. Die Nummer 11. 11. Bring Me to Heaven. Ist hier. Das ist die Hyaluronic Urea Hydro Boost Ampulle. Und ich glaube, das war die Sorte, die mir am allerbesten gefallen hat, weil die halt wirklich schön das Gesicht nährt und plumpt, in Anführungsstrichen. Ne? Also die gibt halt wirklich Feuchtigkeit. So, Halbzeit. 12. Da. Großes Kläppchen, großes Böckschen, das ist schon mal sehr positiv. Scheint dann aber auch ein größeres Produkt zu sein, wenn das in einer größeren Box drin ist. Ist auf jeden Fall mit viel Krüppelpapier gesichert. Oh ja.
Leute, da ist was richtig Geiles drin. Ich muss jetzt nur eben das Kram hier wieder zurück reinpacken. Und zwar haben wir hier eine Harmonizing Cream and Mask von Soul. Und Soul ist eine Marke von Dalton, also die man dort auch kaufen, die man dort auch im Online-Shop kaufen kann. Genau, die halt so ein bisschen on top ist, sage ich jetzt einfach mal dazu, ne? Die ist halt jetzt auch noch verschlossen. Riecht nach nichts hier durch, aber die soll dann halt Harmonizing, also quasi das Gesicht beruhigen. Und allein dieser Tiegel ist schon mal wunderschön. Und das hier sieht auch aus wie Milchglas. Und ich glaube, das ist auch Milchglas. Finde ich echt klasse. Eine gute Halbzeit, ne? Also da sind wir jetzt ganz gut aufgehoben, sag ich mal. So, 13. Die ist aber, ganz schön schwer, Leute. Wow, Leute, das ist ein... Wow, das hätte ich tatsächlich auch in der 6 erwartet oder so. Die ist so geil. Face Care Magical Effect Beauty Mask. Und die habe ich gerade erst aufgebraucht und ich finde sie Hammer. Das ist die beste Maske von Dalton, die ich überhaupt hier auf diesem Kanal oder generell in meinem Leben getestet habe. Die ist so geil. Die macht halt wirklich diesen magischen Effekt. Die gibt Feuchtigkeit, die macht so Strahlkraft, die lässt irgendwie die Haut richtig gut aussehen, die beruhigt die Haut und die macht alles toll. Also die finde ich echt klasse. Das ist so eine Pöttchenmaske. Da sind 50 Milliliter drin und du kannst die sicher 10-mal verwenden. Und ich finde die so geil. Das ist eine Full-Size-Größe, ein Full-Size-Produkt. Doppelt gemoppelt hält besser und mega krass. Also wenn das hier in der 13 ist, was ist dann bitte in der 24 drin, oder? Krass, ey. Hammer. Ich meine, gut, wir haben hier einen Adventskalender, der 119,90 Euro kosten wird. Ne? Das darf man nicht vergessen. Dann darf man sowas auch erwarten. Aber 14. 14. Hier oben. Ich sehe einen kleinen Tiegel. Spa Deluxe samtige Körperbutter. Oh, die ist geil. Da sind 15 Milliliter enthalten. Die ist richtig geil. Die ist wie... Oh, du hast so ein richtiges Luxusfeeling. Luxusfeeling, übrigens feiere ich es hart, dass es einfach so ein kleines Tiegelchen ist, was genauso aussieht wie die große Schwester, sage ich jetzt einfach mal. Wie das große Produkt, was in einem noch größeren Tiegel als das ist. Also das und dann kommt noch ein größerer. Es ist Hammer. Also ich finde diese Körperbutter richtig, richtig toll. Ich habe die letztens auch erst aufgebraucht und ich finde, die fühlt sich so samtig auf der Haut an. Die zieht schön ein, die ist so pflegend und reichhaltig und echt klasse. Also samtige Körperbutter trifft es tatsächlich sehr. Wo ist denn 15 hier? Da. Das wird garantiert wieder eine Ampulle sein. Genau. Oh ja. Die ist auch gut. Die Stressless-Ampulle. Genau. Auch die ist sehr angenehm für die Haut, wenn du gerade echt von so einem heftigen Tag nach Hause kommst und einfach mal ein bisschen dieses Spa-Feeling haben möchtest. Die kannst du da sehr gut verwenden. Und da habe ich auch tatsächlich erst eine einzige von verwendet. Deswegen finde ich es cool, dass ich da jetzt noch eine von habe. Yay. Und ja, ne? Sehr, sehr gut. Und gerade wenn du so stressigen Tag hattest, dann hast du öfters mal so die Augen zusammengekniffen, du hast dich verkrampft und so und die ist halt wirklich so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die löst halt alles in deinem Gesicht, das, ne? Ist halt dann auch dementsprechend gegen Falten und so ein Kram, Sorgenfalten und was hast du nicht alle gesehen. So, 16. Die 16 fehlt, aber es sind 24 Dinger. Das müssen wir am Ende mal gucken. Die 16 fehlt mir hier gerade wirklich. Okay, gehen wir dann erstmal zu 17. Vielleicht finde ich die irgendwo zwischenzeitlich mal zwischendrin, ich weiß es nicht. Und am Ende werde ich einfach mal gucken, was überbleibt, wa? So, 17. In der Nummer 17 haben wir Comfort Clean Soft Skin Effect zweimal das Enzym Peeling drin. Das ist ein Pulver und dieses hier, was sich hier drin befindet, kannst du für jeweils zweimal oder zwei Anwendungen verwenden. Das heißt, hier befinden sich Produkte für... 2 Wochen drin, ne? Also du machst jetzt zweimal oder ein bis zweimal pro Woche das Peeling und dann nimmst du die Hälfte von, machst das mit ein bisschen Wasser auf dein Gesicht beziehungsweise auf dein angefeuchtetes Gesicht und das soll sehr, 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 sehr hilfreich sein. Ich persönlich habe ultrasensible Haut und bei mir hat es leider nicht so gut funktioniert. Aber es ist im Adventskalender und ich finde es cool, dass da 2 Sachets von drin sind. Die Nummer 18. Oh. Ich glaube, hier ist was drin, was ich noch nicht hatte, oder? Nee, oh, geil. Oyster Skin Balance, das ist zweimal die Maske. Jeweils 10 Milliliter, also insgesamt 20 Milliliter. Normalerweise kriegt man die auch in solchen Größen, ne? Kann man die auch kaufen. Und die ist auch richtig gut gegen Unreinheiten, gegen irritierte Haut. Kann ich die auch sehr, sehr empfehlen. Ich habe tatsächlich mein
Tegel noch nicht ganz leer. Also da bin ich gerade noch am Aufbrauchen. Aber ich finde die echt klasse. Also die sollen mattieren, entzündungshemmen, genau. Das ist eine Austernmaske für die unreine und fettige Haut sowie Mischhaut. Also ich persönlich habe ja eigentlich eher trockene Haut. Wenn es aber Richtung Erdbeerwoche geht, habe ich tatsächlich auch meine Unreinheiten. Und da ist die echt toll. Hier haben wir die Nummer 19. Ich bin immer noch so am Schielen, ob ich hier irgendwo die 16 finde, Leute. Oh ja. Es ist so oft, dass ich jetzt einfach oh ja sage, ne? Aber ich feiere das einfach. Das ist eine tolle Ampulle und zwar die SEA, die C-Ampulle. Das ist die Skin Essential Activation Ampulle. Und die tut auch richtig gut, das muss ich wirklich sagen. Die fühlt sich erst an wie Wasser und wird dann richtig schön cremig-ölig auf der Haut. Echt toll. Die Nummer 20 haben wir hier oben. Eine große Box. Ja, das ist Derma Control Clear Skin SOS Spot Concentrate. Das ist dieses hier. Das hat bei mir leider nicht die Wirkung erzielt, die es erzielen sollte. Aber wenn man hormonell bedingte Unreinheiten hat, dann funktioniert das auch leider nicht so. Sind bei mir hier tatsächlich hauptsächlich hormonell bedingte Unreinheiten. Aber wenn du halt hier oder, keine Ahnung, irgendwo anders mal einfach so einen Pickel hast, der sich entwickeln möchte, dann kann man das da drauf geben. Das ist sehr flüssig, was da rauskommt. Und damit kannst du dann quasi deine Unreinheiten bekämpfen. Genau. 21. Oh ja, hier haben wir wieder ein süßes Tiegelchen, die Hyaluronic Urea Hydro Boost Cream. Das ist eine Gesichtscreme, die kannst du sowohl morgens als auch abends verwenden. Und das ist halt so ein kleines Probiertiegelchen. Ich feiere diese Tiegel. Wunderschön. Und das soll halt auch entsprechend dann deine Haut nähren mit dem Urea und pflegen. So, 21 brauche ich jetzt quasi. Hatte ich gerade. 21 hatte ich jetzt gerade, ne? Ja. Dann brauchen wir jetzt die 22. Oh nein. Ich bin so ein Trottel. Oh Gott, bin ich ein Trottel. Ich habe diese 4x4 aufgemacht, aber das 4x4 soll das eigentlich heißen. Das wäre die 16 gewesen. Bin ich ein Eimer. Okay. Und 2+2, das was ich jetzt als 22 titulieren wollte, ist eigentlich 2+2, also 4. Okay, ich habe es jetzt gerade ein bisschen durcheinander gebracht. Es tut mir voll leid, Leute. Aber so habt ihr wenigstens einen Überraschungsmoment, wenn ihr das selber auspackt. Okay. Ich bin echt ein Eimer. Ich muss gleich echt die Revue passieren lassen, was ich jetzt noch aufmachen muss. Och, bin ich doof. Okay, hier haben wir Comfort Clean Sensitive Skin Cleansing Fluid. Das ist ja eine Reinigungsmilch für das Gesicht mit 30 Millilitern. Auch die habe ich verwendet. Auch die fand ich ganz gut. Hat mir ganz gut gefallen. Also ich sehe hier gerade echt viele Produkte wieder, die ich schon einmal getestet habe und so. Das ist echt toll. So, wir wären jetzt theoretisch bei der 22 gewesen, ne? Das müsste jetzt nämlich die 22 sein. 22. Okay, Leute, das ist echt ganz schön verwirrend hier drauf geschrieben, um ehrlich zu sein. Aber ich bin auch manchmal echt hohl. Okay, das ist die No Filter Needed Agar Skin Food Ampulle. Die ist auch echt schön. Die macht dir dein Gesicht auch ganz schön. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass sie dir einen krassen Filter aufs Gesicht legt, ne? Also ich würde da trotzdem schon noch eine Creme drüber geben. Aber ja, es ist eine schöne Ampulle. Okay. Die 23. Da steht 23 drauf, da wird auch 23 drin sein. Auch hier haben wir eine Ampulle. Also Leute, die Abbrechhilfe, die bei der ersten Ampulle drin ist, solltet ihr euch aufbewahren. Das ist die Caviar Deluxe Cellumer Intense Ampulle und die ist auch echt geil. Die tut richtig, richtig gut auf dem Gesicht. Hat mir auch gut gefallen bei der Anwendung. Okay, ich habe tatsächlich 23 schon aufgemacht. Ich habe gerade nochmal durchgezählt. Das hier ist die Nummer 24 und da bin ich extrem gespannt, welches Produkt sich da drin verbirgt, Leute. Weil wir haben ja echt jetzt schon so viele Produkte bekommen. Weiß ich nicht. Was könnte da drin sein? Full-Size Körperpeeling? Full-Size irgendwas? Ist auf jeden Fall relativ schwer. Nee. Wow. Guck dir das an. Mega. Sea Skin Essential Activator Serum Meeresstammzellsystem. Scheiß die Wand an. Ist das eine geile Verpackung, oder? Das ist ein perfektes 24. Dezember Produkt, Leute. Wow, das sieht geil aus. Hammer! Oh, das kannst du so rauspumpen. Das ist Plastik, ne? Das ist kein Glas. Mega. Also das feiere ich. Da freue ich mich drauf. Das wird auch getestet, Leute. Boah, Hammer. Ist das geil? Hast du einfach mal so ein fettes Ding drin? Also, ich fand den Adventskalender verwirrend, weil ich nicht zählen kann offensichtlich. Nein, aber ich fand ihn auch echt schön.
ich denke, ja, also 340 Euro wert wurde ausgerufen. Gehe ich auch ganz stark von aus, dass wir das erreicht haben. Ich habe sie auch eben eingeblendet. Das wäre dann ja quasi der fast dreifache Wert von dem, was man bezahlt hat, was ich auch mega gut finde. Also das ist eine ganz gute, ne? Ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Deswegen, wenn ihr Bock auf Marine-Kosmetik habt, wenn ihr Bock drauf habt, natürliche Produkte auszutesten, Produkte, die wirklich gut für sensible Haut sind, ich kann es ja wirklich empfehlen, ne? Ist das echt mal eine gute Geschichte, um Dalton auszutesten. Weil da bekommt ihr die Produkte zu einem Drittel von dem Preis, was ihr normalerweise bezahlt. Habt dann auch so ziemlich das komplette Sortiment einmal auf dem Tisch, sodass ihr durchschauen könnt, was euch denn auch gefällt, weil die haben ja auch verschiedene Reihen, dass man guckt, welchen Hauttyp habe ich überhaupt, was brauche ich eigentlich für meine Haut. Also kann ich mega empfehlen. Ich weiß, dass auf jeden Fall viele Produkte davon sehr schnell leer werden, weil ich sie mit Liebe und mit Genuss genießen werde. Vielen, vielen Dank, liebes Dalton-Team. Ihr habt mir echt eine riesengroße Freude bereitet. Ich feiere es hart und ja, ich habe es ja angekündigt. In diesem Video gibt es auch was zu gewinnen. Ampullen zu versenden ist immer so eine Sache. Deswegen kann ich jetzt nicht die einzelnen Ampullen versenden, ne? Aber ich habe letztens von Dalton ein Paket zugeschickt bekommen, wo sich Ampullen drin befunden haben. Und das sind diese hier. Das sind fünfmal die Multitasking-Ampulle, halt auch mit dieser Abbrechhilfe. Und in dem Original-Packaging, das möchte ich sehr, sehr gerne in die Verlosung packen, weil ich habe jetzt ja ordentlich Nachschub an Ampullen bekommen. Da macht das durchaus Sinn. Dann werde ich euch da auf jeden Fall auch noch zupacken. Comfort Clean Sensitive Skin, das Cleansing Fluid. Und ich möchte gerne noch mit dabei packen von der Hyaluronic Urea Reihe. Die Hydro Boost Cream, das ist diese hier. Dieses Dreier-Set möchte ich gerne in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!